Moin und willkommen zurück zu X4. Ich habe mir erlaubt, schon mal ein wenig weiterzumachen. Vor allem dadurch auch einiges an Flugzeit für euch zu ersparen. Beschleuniger, Mars. Und zwar, habe ich den Weg zurück nach Hause gesucht. Sind ja zuletzt mit einer Station dort gestrandet. Und genau, von dort aus bin ich dann quasi hier entlang, hier über die Leere und dann wieder geht's zu Fune und zurück zu Hause. Ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe noch ein bisschen Geld ausgegeben. Ich habe die Station schon ein wenig weiter geplant. Ne? Zum Beispiel hier mit Ressourcen. Also nicht mit Ressourcen, sondern mit Containern für Ressourcen zum Speichern, also ein bisschen Lagerkapazität. Ein zweites kleines Dock hier hinten. Genau, mehr ist ansonsten nicht passiert. Mir ist dadurch jetzt so nach und nach das Geld halt ein bisschen ausgegangen, ja. Erreiche Mars. Ist es alles. Was habe ich noch gemacht? Ich habe etwas vorbereitet in Bezug auf globale Befehle. Die sind hier. Die habe ich halt noch ein wenig abgeändert. Beispielsweise, dass wenn Militärschiffe angegriffen werden, sie zurückschlagen, wenn alle anderen Schiffe angegriffen werden, ignorieren sie das. Man kann natürlich auch Fliegen machen, aber ganz ehrlich, dann ja, ich denke mal so, wenn es der NPC auch bei mir macht, der würde dann im Grunde sein Schild wegboosten, indem er versucht dann wegzufliegen und ist dann plötzlich absolut wehrlos, hat nicht mehr Schilde. Von daher kann er es auch einfach ignorieren, weitermachen. Und dann mal gucken, vielleicht sind wir rechtzeitig da, vielleicht auch nicht, aber zumindest behält er seine Schilde dann zusätzlich noch. Und eine neue Handelsregel habe ich schon mal vorbereitet. Dass im Grunde für meine eigenen Stationen, dass ich das da leicht einstellen kann, dass Produkte nicht gekauft werden, die ich benötige. Wenn ich zum Beispiel schon irgendwo anders selber produziere, damit nur meine eigenen Produkte da eben angeliefert werden. So, jetzt wollen wir mal hier andocken. Andockerlaubnis erteilt. Und einmal kurz Bericht erstatten. Ja, nein. So. Absoluter Flugkünstler. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. War ja auch verschollen, ne? Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Ich war der Meinung, dass ich ausgestellt habe, dass diese Kommunikation stattfindet. Das will ich nämlich nicht jedes Mal hören. Agent, wir hatten den Eindruck, dass Sie sich eigenmächtig entfernt hatten und haben eine Untersuchung Ihres Verschwindens eingeleitet. Ich aktualisiere Ihr persönliches Dossier, bevor Sie Schwierigkeiten bekommen. Nehmen wir Ihre Aussage auf. Ich weise Sie hiermit darauf hin, dass Sie aufgezeichnet werden. Agent, Sie können anfangen. Diese Garis-Pioniere können Stationen bewegen? Beteiligung Dritter. Ich verstehe. Wir werden diesen Boronen überprüfen. Gibt es sonst noch etwas zu melden? Neue Informationen zu Projekt Genesis? Sie sind entlastet. Das war's?
Schön, Sie zu sehen, Agent. Ja, das war's. Das hat sich total gelohnt, da hinzufliegen. Naja. Wenigstens habe ich jetzt eine Verbindung dorthin, die auch eigene Schiffe nutzen könnten. Was mache ich denn da? Ich will einmal... Genau. Gladius. Sir. Ja, mach Platz, komm. Was gibt es hier? Als Kommandant dieser Expedition willkommen. Das Bündnis der Worte ist ein Zusammenschluss von Gelehrten und Wissenschaftlern, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch Zusammenarbeit das Verständnis dann zu fördern. Ich zumindest die Boronen schon erfunden. Wir erreichten uns über das Bodendrohnen-Netzwerk eine Nachricht der Boronen von Königsthal. Es scheint, als ob sie bei ihren Experimenten mit der Sprungtor-Technologie Fortschritte machen. Zunächst, ja, ganz hinsehen, weiß ich nicht. So haben sie die Idee verworfen. Hier oben. So viele Wissenschaftler haben dafür versucht, mit dem Sprungtor-Netzwerk quasi zu entlang. Ich habe hier nebenbei eine Map aus. Das ruhende Sprungtor im Ketzers Untergang unregelmäßige, aber unbestreitbare Anzeichen von Aktivität. Dies mag mit den Experimenten der Boronen zu tun haben. Oder auch nicht. Aber die Zeitpunkte stimmen zu sehr überein, um es zu ignorieren. Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein. Wir könnten uns mit unseren boronischen Brüdern und Schwestern wieder vereinen. Genauso gut könnten wir jedoch auch eine Flotte von Zerstörern der Xenon willkommen heißen. Diese Expedition hat die Aufgabe, die vielen Unbekannten dieser Situation zu klären. Wir brauchen Späher, die uns helfen, diesen unbekannten Raum zu erforschen. Und dann hier rüber, da lang. Und dann hier hin. Mal gucken. Was haben wir sonst noch? Immer noch die Leichen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erst was anderes. Einmal. Der möchte ein neues Sprungtor finden. Warum? Pioniere. Warum wollen die Pioniere dann über die Leere? So, jetzt dann nur einmal hier rüber und dann hier runter geht. Okay. Dann machen wir das. Autopilot eingeschaltet. Gucken wir mal, ob wir unterwegs noch ein paar lukrativere Missionen finden. Das habe ich auch noch nicht erkundet hier. Apropos erkundet, wie weit ist denn mein Speer? Ach, der ist ja schon mal gut dabei. Der ist aber noch dabei, genau, der hat noch ein kleines bisschen vor sich. Aber das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Genau, einen Satelliten habe ich da hingestellt, um quasi hier diese Stationen zu beobachten. Und hier eine Ressourcensonde. Ist jetzt auch nicht super prall, was es da gibt. So. Da ist tatsächlich schon das Eis das Beste. Erreiche Asteroiden. Und Eis ist leider nichts wert, aber. Naja, gucken wir mal. E-Gas. Ich brauche halt irgendwie noch eine zweite Einnahmequelle. Weil wenn ich jetzt da nach Segaris fliege, könnte ich natürlich nachher nochmal zurückfliegen und gucken,
ob ich eventuell an diese Odysseus rankomme, dieses Schiff. Es ist zwar von dort aus nochmal ein ganzes Weilchen entfernt, aber man könnte fast sagen, dass man das mit dem Weg verbinden könnte zu meiner Station hin. Also die Odysseus, die würde ich zum Beispiel gar nicht behalten wollen. Ich finde die ziemlich hässlich. Aber eben verkaufen. Ein paar Credits für ein paar Millionen Credits. Könnte ich zumindest starten mit einer kleinen, aber feinen Flotte für meine Station. Terranische Verteidigungsstation. Was jetzt aber auch nicht so die große Eile hat, weil ja, wie gesagt, hier drüben gebaut. Aber ich bin ja Terraner. Und als Terraner hat man ja so seine speziellen Baumaterialien. Deswegen hatte ich hier noch ein zweites Dock angefangen. Eigentlich totaler Quatsch, weil man die Reihenfolge gar nicht bestimmen kann. Erreiche System. Getsophone. Auf jeden Fall brauche ich hierfür terranische Materialien. Die kommen halt von hier drüben. Das heißt, die brauchen eine ganze Weile. Und dementsprechend dauert der Bau auch ein wenig. Ne? Man sieht, das ist noch längst nicht alles da. Das ist da. Die Energiezellen sind mit Sicherheit da. Genau. Und hier fehlen halt noch die 23. Die sind unterwegs. Kommen unter anderem hier rüber. Aber um nur 15 sind die anscheinend gekommen. Nee. Ja, dann werden gar nicht angezeigt. Es sollen angeblich 32 kommen. Nein, jetzt sind die hier. Sorry. Ja, aber auch das, ne? Also wenn das stimmt und das Minutenangaben sind, dann dauert es noch 17 Minuten, bis die da sind. Oder hier 32 Minuten. Ja. Das ist schon enorm. Ich wollte eigentlich auch Energiezellenproduktion hier eingehen, aber die Terraner produzieren es, glaube ich, ein bisschen weniger als andere Völker. Hier mal ganz kurz gucken. Autopilot ausgeschaltet. Jetzt muss ich mich nämlich selbst bewegen. Und die Leere, das wäre, ja, wir machen ja eh beides. Wir fliegen jetzt erstmal hier rüber. Fliegen wir mal nach Antigone Memorial. Ja. Müsste irgendwo hier an dem Rand sein. Und wir müssen natürlich tatsächlich nochmal mit der Odysseus, heißt sie, glaube ich, probieren wollen würde, dann müsste ich hier nochmal einen Übergang finden. Das würde dann irgendwo hier unten hingehen. Oder besser gesagt, hier sogar ganz, dann einmal rüber und hier hoch und dann ist man eigentlich schon fast da. Und der Rückweg ist auch relativ simpel, man kann hier rüber und dann sehe ich hier diesen Mega-Highway, der hier einmal drumherum führt. Das könnte man dann gegebenenfalls mitnutzen. Oh, oh. Jetzt wäre mein Schiff fast kaputt. Gerade noch rechtzeitig gesehen hier, dieses Asteroid. Diesen Mist, um es eigentlich zu stören. Das Gebiet ist leider unsicher. Das müsste ich einmal überfliegen. Thank you.
Waffenkomponentenfabrik. Oh, da ist das Tor. Nehme ich mal an. So, schon wieder diese blöden grünen Teile. Die machen leider sowohl die Schilder als auch den Rumpf kaputt. Wenn dort in der Nähe ist. Also man muss die nicht mal berühren. Unbekannte Station. Frage mich bei dem richtigen? Ja. Oh, 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 oh. Stopp, stopp, stopp. Guck mal da. Der hat eine schöne Mission für mich. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Er hat eigentlich noch eine. Gegebenenfalls. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Das machen wir mal ein anderes Mal. Da will ich nämlich jetzt nicht hin. Ich möchte weiterhin zu dem. PE. Fleischfabrik. PE. Dafür werden Sie teuer bezahlt, Pilot. Boah, die Waffenreichweite von mir ist echt so schlecht. Ich weiß nicht, wie man Audio aktiviert und deaktiviert. Total sinnlos. Erreiche System Antigone Memorial. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Das sind schon richtig gute Aufträge. Die macht man einfach so nebenbei mit. Also 6K-Schiffe oder... Was war das andere? Was ist das hier? Nee. Auch nicht... Xenon M. Gut, dann wollen wir da gleich einmal geradeaus durch. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Highway ist. Unbekannte Station. Also, habe ich zumindest vergessen. Aber der geht leider nur bis hier. Argon-Raum-Dock. Komplex für veredelte Güter. Argon-Raum-Dock. Sonder. Gas. Verteidiger.
hat irgendeine Mission. Ach, das ist die Escort-Mission, glaube ich. Die würde jetzt natürlich nochmal gut, ja, Geld einbringen. Autopilot. Wäre das schon wichtig, ne? Wenn man schon da ist. Drill, Mineralien, Verteidiger. Das hebt dann ja auch gleich deren Stimmung. Autopilot ausgeschaltet. Dann sind sie wahrscheinlich wieder karg. Ich habe sie jetzt nicht gelesen, aber sind meistens die karg. Als Gegner. Dasselbe Problem, ne, dass alle Schiffe schneller sind als meins. Ich kann jetzt auch nicht wirklich meinen normalen Boost einsetzen. So, jetzt sehen wir gleich mal. Jäger. Ah, das sind Kark. Die mich angreifen. Und dann sind es vier. Das ist natürlich äußerst nett. Vielleicht sollte ich nochmal speichern. Könnte schon zu spät sein. Drill, Mineralien, Verteidiger. Jäger. Nur der eine, der mich jagt. Höchstwahrscheinlich Reparaturkosten noch nichts, ne? Mission, glaube ich, abgeschlossen. Ja. Schon mal 300.000 Credits.
Argon-Verteidigungsstation. Unbekanntes Objekt. Argon-Verteidigungsstation. Königinwächter. Jäger. Immer praktisch, dass ich in die Richtung eskortieren muss, wo dann auch gleich ein Punktor ist. Hier geschlagen, das hatte ich auch noch nie. Das allererste Mal, ich hab schon einige gemacht. Das sah auch nicht danach aus, dass man das vielleicht passieren würde. Schade. Das wären nochmal 200.000 gewesen. Argon-Verteidigungsstation. Schade, schade, schade. Unbekannte Station. Danke für die Hilfe. Erreiche System, Segaris. So. Verteidigungsstation der Segaris Pioniere. Wo ist der? Beim richtigen System gucken, ne? Autopilot eingeschaltet. Ja, schade mit dem Transporter, aber ich möchte jetzt das Spiel deswegen nicht nochmal laden. Es muss dann jetzt so. Vielleicht schade um das Geld. Ich denke mal, es waren um die 200.000, ähnlich wie hier. Ja. Brauche eindeutig ein schnelleres Schiff. Es muss alles immer so sehr teuer. Weil ich gerade überlege, wenn ich diesen Plot mache, Bohnen zu finden, müsste ich eigentlich ein schnelles Bohnenschiff kriegen. Wenn ich alles täuscht. Raumlabor. Undock-Erlaubnis erteilt. Das geht doch schief, oder? Erfolgreich angedockt. Grüße, Pilot. Ich vertrete den Magistrat der Segaris-Pioniere und habe ein Geschäftsangebot für Sie. Wenn Sie interessiert sind, suchen Sie mich auf. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Guten Tag. Habe ich noch Platz? Auf einem meiner Schiffe? Gar nicht. Da müsste doch schon Captain sein. Ich hoffe, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen kann. Hallo. Guten Tag. Merkwürdig. Aber ich habe gerade gesehen, das Schiff ist fertig mit dem Erkunden. Ist es fertig? Sieht aber merkwürdig aus.
Weil hier jetzt noch so viel offen ist, aber... Das kann schon sein, dass sich die Grenze wieder verschoben hat. Ich meine, die war eigentlich hier Schluss. Der hatte ja nicht mehr so viel aufzudecken, also hier oben war er ja eigentlich schon fertig. Und die Grenze war ja auch eigentlich hier. Komisch. Können Sie kämpfen oder wollen etwas für die Sicherheit tun? Kaufen Sie sich eine Polizeilizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. Viele von uns haben Ihre Arbeit mit großem Interesse beobachtet und möchten Sie dafür belohnen. Daher freue ich mich, Sie als Zeichen unserer Wertschätzung mit einem neuen Rang auszuzeichnen. Natürlich werden wir Sie auch mit Vorteilen belohnen. Diese Vorteile sind an Ihren Rang gebunden, sodass Sie verloren gehen, falls Sie sich gegen uns wenden sollten. Angesichts der Tatsache, wie Sie uns in der Vergangenheit geholfen haben, sehe ich das jedoch nicht als echte Sorge an. Ich hoffe, Sie finden diese Belohnung passend zu Ihrer geleisteten Arbeit und können das Beste draus machen. Oh, und Sie können damit rechnen, dass einige unserer Organisationen... Die Belohnung ist, dass ich etwas kaufen darf. Noch einmal, wir wissen sehr zu schätzen, was Sie bisher für uns getan haben. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weiter mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Machen Sie es gut! So, was kostet denn die Polizeilizenz hier? Eigentlich... Ja, man kriegt dann halt 500, also statt 500 kriegt man 1500, wenn man jetzt beispielsweise die Kriminellen erledigt. Aber es ist natürlich wieder die Hälfte des Geldes weg. Machen Sie's gut! Hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen. Dann hätte ich hier vielleicht nochmal mir irgendwas leisten können. Metall-Mikrogitterproduktion. Machen Sie es gut. So, was gibt's denn hier alles? Handelsgilde gibt's hier noch. Pilot? Es ist so gut, Sie zu sehen. Es ist kein Geheimnis, dass die Segaris-Pioniere zu kämpfen haben. Schon seit unserer Gründung hatten wir es schwer, eine Nische für uns zu schaffen. Ehrlich gesagt brauchen wir Menschen wie Sie, die uns helfen, uns selbst zu erhalten und mit den anderen, viel größeren Organisationen zu konkurrieren. Es wäre eine einmalige Investition nötig, nach der Sie Mitglied unserer Handelsgilde werden und Zugriff auf eine Reihe von Jobangeboten haben. Stimmt, das kostet Geld. Habe ich die noch? Sehr gut. Ja. Sie können jetzt die angebotenen Jobs in den Bereichen sehen, in denen wir tätig sind. Ich bin sicher, Sie werden eine große Hilfe sein. So, dann mache ich ihn jetzt zuerst. Speichern. Könnte jetzt natürlich das mit der Odysseus probieren. Kann ich? Wie viele? Warte mal, wie viele? Gladius. Leute, habe ich denn hier an Bord? Herr Gladius. Ja, bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Okay. Zwei Marinesoldaten reichen. Gladius. Na, weg.
Ressourcensonde. Ist der Gegner hier noch irgendwo zu sehen? Ja. Gut. Dann gucken wir mal bei den Missionen. Also wir haben... die hier. Die würde uns, soweit ich weiß, ein schnelles Boronenschiff geben. Aber... nee, wie komme ich da hin? The Void. Die Leere hier. Und dann muss es dort noch einen Durchgang geben. Autopilot eingeschaltet. Auf geht's. Dann gucken wir uns an. Dieses hier. Ah, okay, es ist komplett angekommen. Das heißt, das Dock wird gebaut. Dann hätten wir dieses Ding noch. Warum ist denn das so weit da unten? Erreiche System, Antigone Memorial. Sehe ich nicht. Die Steuerung in diesem Baumenü ist wirklich furchtbar. Ich möchte zum Beispiel auch einfach nur die Mitte erwischen. Jetzt. Sind wir schon mal näher dran? Ah, ich sehe, Sie waren ziemlich beschäftigt. Jetzt sind wir da einen ran. Dann kopieren wir das so. Und machen da noch einen dran. Okay. Und das Dock ist fertig. Passt optisch gar nicht daran. Ah ja. Jetzt soll ich da noch andocken an meinem Hauptquartier. Das mache ich später. Leere.
So, von dort aus müssten wir Frontier Edge. Autopilot ausgeschaltet. Unbekanntes Objekt. Das ist tatsächlich schon dieses Ding. Und dann fliegen wir mal. Behemoth E. Erreiche System. Letzte Grenze. So, und hier müssen wir dann dahin. PE. Phoenix E. Kämpft alles gegen eine Phoenix. PE. Unbekanntes Schiff. Huhuhuhu. Ah. Ja, nee, dann Angreifer. Verziehe ich mich hier lieber. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mitkämpfe. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Irgendwas will mich da jetzt gerade angreifen. Bitte. Das war's dann. Das sind die, finde ich, die zu viele. Gut. Dann Notfallauswurf erfolgreich. Muss ich mal eben laden. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die Frage, ob ich es dann überhaupt nochmal dadurch probiere, oder... Ja. Einmal probiere ich es noch. Sollte das nicht klappen, dann mache ich erstmal den Part, dass ich versuche, an das schnelle und wendige Boronenschiff zu kommen. Erreiche System. Letzte Grenze. So, wir müssen ja wieder da unten hin. PE. Phoenix E. Haben es wieder welche auf mich abgesehen. Unbekanntes Objekt. Da wollen wir durch. Allerdings wird es dann nicht leichter. Wir sind dann doch noch ein bisschen langsam.
Jetzt kommen Xenon-Gebiete. Ja, sie haben mich zum Glück nicht getroffen. Erreiche System. Atias Unglück. Merkur, Verteidiger. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier noch auf Kurs bin. Sieht fast gut aus. Das müsste eigentlich... Ja doch, hier unten. Klar, ich muss ja noch erst durch diesen Sektor einmal komplett durch. Noch dann durch einen zweiten Xenon-Sektor. Und dann wäre ich in der fehlerhaften Logik. Jetzt auch nicht mal 100%ig sicher bin, das ist halt nur eine Map, die ich hier nebenbei aufhabe, ob nee, fehlerhafte Logik 7 oder 1 muss. Keine Ahnung. Unbekanntes Schiff. Mhm. Oh, sieht auf jeden Fall sehr nach Karg aus. Karg sag ich schon, Xenon. Blöde Mücke hier. Jetzt nicht. Reicht schon, dass die Xenon mich stechen wollen. Und es werden immer mehr. Erreiche Atias Unglück 3. Gegner. Eieieiei. Also eigentlich... Okinawa. Was macht der denn hier? Okay, das ist bloß ein Transporter. Mein Reiseantrieb ist aus, warum auch immer. Müsste das Tor sein, genau, so beide. Das linke davon ist meins. Oder soll meins werden. Da will ich nur mal kurz ein bisschen ausweichen. Weil das eine wieder bloß ein Transporter war. Unbekannte Station. So. Wie viel Geld habe ich jetzt zur Verfügung? 15.000. Gerade überlegt, wegen Schiff kaufen oder Station weiter aufwerten. Ob Station weiter aufwerten, müsste ich, bevor ich ein Schiff kaufe, Lotus, Gas, oder ein Schiff kaufen und irgendwo einen Sektor suchen, wo ich direkt schürfen und auch direkt wieder verkaufen kann. Das geht natürlich auch. Statt das über die eigene Station abwickeln zu lassen. Ja.
Erreiche System. Fehlerhafte Logik. So, und jetzt ist die Frage, ist das fehlerhafte Logik 7? Wenn ja, müsste hier ja irgendwo ein... hier noch nicht. Ein Minenfeld kommen. Ja, ein Minenfeld. Aber das kann man wohl ein wenig überfliegen. Im Xenon guckte mich ja, ne? Ein N. Der verfolgt mich nicht nur, der ist auch schneller. N. Bleibt jetzt einfach hinten dran. Jetzt nicht mehr. Ja. Eine beschissene Xenon, die ich theoretisch besiegen können müsste. Klar, Moment, ich speichere das mal eben richtig ab. So, damit hätte ich zumindest den anderen Spielstand nicht kaputt gemacht, falls das daneben geht. Würde ich nämlich sonst auch mal kurz stehen bleiben. Einmal kurz bekämpfen. Ach, da hat er sogar schon Probleme mit meinen Schilden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schauen wir mal, dass nicht weitere kommen. Dann würde ich nämlich einmal ganz kurz scannen. Nee, der Sprungtor. Gut zu wissen, dass so ein einzelner N auf jeden Fall schon mal Probleme hat. Scannen wir nochmal in die Richtung. Ein Signal, mehrere Signale. Klar. Das sind ja eigentlich Schiffssignale. Aber zwei ist mindestens eins zu viel.
Gelbsignal. Diese drei Asteroiden? Nein, das sind viele Asteroiden. Geht doch wahrscheinlich falsch. Nee. Das eine Ding war schon mal Quatsch. Gut, dann muss ich, glaube ich, noch mal gucken. Ich gehe mal ganz kurz in die Pause. Ich glaube einfach, dass ich viel zu weit weg bin. Also schon viel zu weit reingeflogen bin. So weit hätte ich gar nicht reingemusst. Das ist gar nicht die Kante, das ist die Kante. Gehen wir da dann noch mal hin und gucken. Das Gelbe hier, das wäre halt ein... Ja, weiß ich gar nicht. Sicherheitstresor, ne? Bin ich wieder weg. Ganz schnell muss ich hier weg. Da war auf jeden Fall das Minenfeld. Ja, das heißt, ich muss auf jeden Fall höher. Machen sie noch alle blau. Noch keine Mine reagiert. Trotzdem habe ich gedacht, ich wäre schon tot. Das ist schlecht. N. Das ist wieder ein N. F. N. 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 F. Wie sind denn das jetzt? Ja, einer direkt hinterher. Die anderen noch nicht. Habe ich jetzt hinter mir? Einen N, das kenne ich ja schon. Warum bist du doch hier? Irgendwo sein. Was war denn das für ein Fragezeichen? Ich
Jetzt können wir wieder niedriger gehen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal um den Xenon. Scheint genauso ausgestattet zu sein wie der davor. Nur genervt. Oha. Völlig falsche Richtung. So lande ich ja bloß gleich wieder im Minenfeld. Ja, das war rückstecken. Wieder ein Problem. Ein F. Und noch ein F. Wir gucken zumindest erstmal, ob wir hier was finden. Noch zeigt sich nichts. F. Machen wir mal. Stopp. Jetzt kriegen wir gleich ordentlich auf die Mütze. Nehme ich an. Mal eben so da gelassen. Das darf nicht wahr sein. Notfallauswurf erfolgreich. Haut der denn nächstes ab? Dann hole ich mir das Schiff. Aber habt dann wieder keine Leute. Gut. So, stellen wir uns dem ersten N nochmal. Wir haben uns zum Glück gespeichert. Wo sind wir denn? Ach da. Okay.
da unten? Keine Ahnung. Liegen, glaube ich, auch nicht richtig. Nächsten N. Eine Raumfliegeneier. Was ist denn, wenn ich mal einen Satelliten losschicke? Die nehmen die auch nicht mehr auf als ich. Wo sind wir denn jetzt? Hier, okay. Ja, man kann da schon noch eine ganze Ecke weiterfliegen, obwohl man ja eigentlich den Rand schon lange erreicht hatte. Was ich auch mal machen könnte, wäre hochfliegen. Ich gehe die ganze Zeit nur runter. Eigentlich gar nicht ganz sein.
Oh, mal die kämpfen. Königinwächter. Also, gegen Kark. Das können sie ja gerne tun. Ja, was ich nicht ganz verstehe, ist die Zusammensetzung. Beziehungsweise die Konstellation in diesem. Irgendwo hier drüben sein. So viel davon gehört, gelesen, gesehen. Ja, bei mir sieht tatsächlich auch das Ganze hier ein bisschen anders aus, wahrscheinlich durch eine neuere Version. Ja, das Sprungtor ist bei den anderen dann immer auch hier irgendwo. Oha. Nicht kollidieren. Mit einem kleinen Schiff dadurch geht es ja noch einigermaßen. Dann kann man mit der Odysseus hier durch, wäre ein Problem. Okay, das war das Minenfeld. Ja, und hier war ich schon.
keine Ahnung. Muss ich das jetzt hier auch alles einfach nur verschiebt? Daher müsste ich eigentlich einmal raus. Irgendwas. Ist das überhaupt bei mir oder ist das bei meinem anderen Schiff? Hier ist nichts. Irgendwie verschiebt sich der Rand ja auch immer nur weiter. Oh, ein neues Minenfeld. So weitergeht, dann wandert das Ding nochmal komplett rüber da. Auch nicht, sondern irgendwo hier. Hier. Eigentlich am Rand. Autopilot eingeschaltet. Gucken wir mal, ob wir den Rand erreichen oder ob da ein neuer Rand kommt. Richtig, dass es jetzt schon weiter rüber wandert. Guck mal, hier gibt es gar keine Ressourcen mehr. Das ist zu weit, oder? Ich glaube, ich probiere dann gleich mal was anderes. Autopilot ausgeschaltet. Thank you.
kommt der denn jetzt nachher? Stellen wir uns mal dem Xenon hier. Dann machen wir mal Folgendes. Noch passt das mit der Kante und so hier ja noch. Sagen, wir gehen mal. Eigentlich müsste es doch hier sein. Ein bisschen weiter unten. Bin halt auch sehr, sehr hoch. Ah. Odysseus, guck mal da. Da lag's. Das war schon ein Kampf jetzt. So. Dann würde ich sagen, oder mal erstmal so, beanspruchen. Warum starte ich jetzt doch wieder nur eine? Fertig? Undock-Erlaubnis erteilt. Wie schnell ging das denn? Ich habe gehört, das dauerte manchmal bis zu einer halben Stunde. Erfolgreich angedockt. Ja, würde ich sagen, speichere ich mal. Und dann versuchen wir mal, das Schiff nach Hause zu bringen. Muss ich es überhaupt nach Hause bringen? Sir. Ich will zumindest mal hier rein. Auf der anderen Seite. Das Schiff wird bald abdocken. Nee. Bleibt bitte hier. Verstehe ich nicht. Gladius soll... Eieieiei. Gehen wir auf die Brücke.
die mal an. Fehler, warum? So, dann gucken wir mal, womit die denn ausgestattet ist. Okay, Pulsenergie. Alles gut. Was haben wir hier? Lasertürme dabei. Wo sehe ich denn beispielsweise den Antrieb? Warum sehe ich keinen Antrieb? Leider nur ein MK1. Na gut. Die Drohnen, ne? Die da immer gegen knallen. Was würde mich das Schiff bringen? Wenn ich es verkaufen würde, beispielsweise hier an meine Freunde. Geht wahrscheinlich nicht, weil ich an Bord bin. Flottenunterstützung, Flugunterstützung, nicht Flotten. Ja, alles klar. Wenn ich es verkaufen wollen würde, würde ich 6 Millionen. Die Reparaturdrohnen laufen weiter. Wir werden uns mal ganz langsam bewegen. Nochmal speichern vorab. Und dann versuchen wir mal den Weg hier hoch, glaube ich. Ja, hier hoch. Und dann ist hier der Highway. Mit dem könnten wir beispielsweise wieder hier hochkommen. Der kommt nämlich hier, glaube ich. Können wir mal wieder hier rüber. Oder wir befinden uns dort. Ja, das wäre der kürzeste Weg auf jeden Fall, den Highway dann hier hochnehmen. Wir gucken mal. Das müsste irgendwo hier sein. Auto eingeschaltet. Ausgeschaltet.
schnell wird das Ding eigentlich? 160. Jetzt auch wieder nicht sonderlich schnell. Ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ziemlich hässlich. Leerer Raum. Aber schön. Großes Schiff zur Verteidigung. Oder eben zum Verkaufen. Wenn ich es verkaufen würde, hätte ich halt ja genug Geld, um mal ein bisschen passives Einkommen zu generieren durch neue Schiffe. Wie viel Geld habe ich sonst? Ja, nix. Das heißt, ich kann das Ding ja nicht mal in der Werft reparieren. Also das müssen die Drohnen machen. Aber das tun sie ja auch. Ja, schön. Dass das Schiff nur 6 Millionen wert ist, also für 6 Millionen kriegt man auch gut ausgestattete kleine Schiffe. Das würde ja fast bedeuten, dass das Schiff eigentlich schlecht ausgestattet ist, oder? Einen Frachter kriegt man auch gerade mal für ein paar Millionen. So, die reparieren weiter. Das war auch bald geschafft. Ist eigentlich die Schildstärke und so von dem Ding. Und 99.000 Hülle. Gladius. Ich würde ja schon gerne mal gucken mit der einen oder anderen Kampfmission, wie sich das Schiff anstellt, bevor ich es verkaufe. Andererseits möchte ich es eigentlich verkaufen, weil wie gesagt, ich finde es hässlich, das ist das eine. Das eine eigentlich unwichtige, aber wie gesagt, das generiert mir halt kein weiteres Einkommen. Außer eben, ich mache Missionen damit, ne? Wie zum Beispiel das hier. Sollte ja wohl keine Probleme bereiten. Na gut. Leerer Raum. Da geben wir jetzt mal Gas. Die Drohnen sind eingeholt.
Aufladen dauert ein bisschen länger. Aber dann geht's los. Da war eine Schisswerft, ne? Von dem. Leerer Raum. Jetzt können wir bloß keinem K begegnen. Oder einem Minenfeld. Das Minenfeld. Das kostet ein bisschen Schildenergie. Das ist aber tatsächlich ja fast zu vernachlässigen. So, ich habe ein Problem. Das Schiff lässt sich nicht mehr steuern. Warum nicht? Ach so. Okay, die Mine war doch schlimmer. Es hat den Antrieb beschädigt. Mindestens ein Antrieb wieder da. SE. Superhighway. Unbekannter Sektor. Nee, die Drohnen sollen weiter reparieren. Ist ja bloß ein Antrieb. Funktionstüchtig. Naja, ich würde sagen, ich bringe das Ding dann einfach erstmal nach Hause. Und ja, euch schicke ich so lange auch weg. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao.